Erinnert ihr euch noch an das Video, wo ich gesagt habe, wie ihr euer Gartenleben vereinfachen könnt? Weniger Schädlinge unter Verzicht auf Einsatz der Chemiekeule. Das unter anderem mit dem Einsatz von Mischkulturen. Falls du das Video jetzt nicht gesehen hast, pausieren und nachholen. Ich warte hier. Dann drehen wir mal den ganzen Spieß um und schauen uns mal Kulturen an, die man nicht miteinander pflanzen sollte. Die beiden Lieblinge in deutschen Gärten sind ein schwieriges Ehepaar. Die Diva, die Gurke, hat sehr viele hohe Ansprüche, während die treue Tomatenpflanze diese nicht ganz so erfüllt, sondern eher andere, niedrigere Ansprüche hat. Es kann sehr schnell passieren, dass die Diva die Tomatenpflanze als Ranghilfe nutzt, dann hier die Früchte und die auch die Blätter beschattet und dann auch alles zu eng wird und beide anfällig für Pilze werden. Und er kann schlecht seine Früchte ausreifen lassen und das haben schon seine Ex, die Erbse, auch schon gemacht. Außerdem liebt die Tomaten in Wüsten zu wuchern, wo es sehr schön warm und trocken ist, während die Diva es dann doch mehr feucht mag, sowohl im Boden als auch in der Luft. Sie liebt regelrechte Duschen. Aber nicht nur dieses Eheverhältnis ist schwierig, auch innerhalb der Familie dein Nachtschattengewächse zwischen den Brüdern der Tomate, die Paprika, Auberginen, Chilis und Kartoffeln herrscht auch ein sehr schwieriges Verhältnis, weil sie halt auch hier die gleichen Krankheiten und auch die gleichen Schädlinge teilen. Zum Beispiel die Braunfäule bei der Kartoffel und den Tomaten oder auch hier der Kartoffelkäfer, der nicht nur bei den Kartoffeln bleibt, sondern auch mal gerne zu den Tomaten oder auch um die Auberginen geht. Innerhalb der Familie werden schnell Pilzkrankheiten weitergegeben. Im Allgemeinen sollte man darauf achten, Pflanzen der gleichen Familie nicht zu eng beieinander zu setzen, zum Beispiel auch Knoblauch und auch Zwiebeln, sondern mehr so Konkurrenten tauschen auch hier zum Beispiel Krankheiten aus und Schädlinge, weshalb man auch Kohl- und Erdbeerpflanzen nicht zusammensetzen sollte. Vom Kohl können Erdbeerwurzelälchen kommen und hier die Wurzeln bei den Erdbeeren stark beschädigen und die Erdbeeren sind ja Flachwurzler, haben jetzt nicht so ein großes Wurzelwerk, das heißt, die können hier enormen Schaden bekommen. Gleiches Spiel gilt auch für den folgenden Dreier. Petersilie und Sellerie sind Wirtspflanzen für die Möhrenfliegenlarve, die dann auch hier die Wurzeln von der Möhre schädigen können. Liebstöckel und Topinambur sind schlechte Partner für die Zucchini. Liebstöckel ist ein stark wachsendes Kraut, wodurch es dann schnell die Zucchini überwuchern kann und so Platz und Licht wegnehmen kann. Die Topinambur hingegen ist ziemlich aggressiv im Wurzelwachstum und kann also die Zucchini auch unter der Erde ziemlich stark verdrängen. Zu Bohnen solltest du nicht unbedingt Erbsen pflanzen, weil sie ja zur gleichen Familie auch gehören und da hier wieder die ganzen ähnlichen Krankheiten teilen. Auch Fenchel solltest du nicht neben Bohnen pflanzen, weil die halt chemische Substanzen absondern, die das Wachstum der Bohnen einschränken können. Genauso wie Knoblauch, Lauch und Zwiebeln hier in Konkurrenz zu den Bohnen stehen können und das Wachstum beeinträchtigen. Du solltest auch nicht die Diva oder Zucchini neben den Auberginen pflanzen, weil die alle drei Starkzehrer sind, brauchen sehr viel Power in der Erde. Außer dein Boden ist wirklich so fruchtbar, dass er die alle nebeneinander gut ertragen kann. Des Weiteren ist es so, dass die Gurke viel schneller wachsen wird als die Aubergine. Und das kann dann dazu führen, dass die Gurke, wenn du da nicht aufpasst und die einfach wuchern lässt, die Aubergine schnell überwachsen wird und auch hier so Platz und Licht ihr wegnehmen werdet. Außerdem sind alle drei auch anfällig gegenüber Mehltau. Das kann etwas kontraproduktiv werden. Außer wie gesagt, wenn du einen richtig guten, fruchtbaren Boden hast. Auch Erbsen wachsen sehr ähnlich wie die Auberginen und können halt durch ihr Wachstum auch wieder um Platz und Licht mit den Auberginen konkurrieren. Sellerie solltest du nicht neben Kartoffeln, Mais oder auch Salat setzen. Die Kartoffeln und speziell jetzt hier der Knollensellerie bilden ja ihre Wurzeln aus, brauchen auch dementsprechend Platz und beide können sich dann hier so in Konkurrenz auch stehen. Zumal auch die Kartoffeln sehr schnell Wühlmäuse anlocken können. Und dann kannst du auch die Wühlmaus dann versehentlich zu deinen Knollensellerie bringen und die mögen sie auch sehr gerne. Salat kann auch sehr schnell Blattläuse oder auch Mehltau bekommen und hier zum Beispiel bei deinem Stangensellerie für Probleme sorgen. Aber auch Artischocken, Chilis, Topinambur, Petersilie, Mairübchen, Paprika sind keine guten Nachbarn für die Sellerieart. Wie könnte man Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl am besten nicht beschreiben? Genau, er war kein Lauch. Und genau das solltest du auch im Garten mit berücksichtigen. Kohl nicht neben Laub und auch nicht neben Zwiebeln setzen, denn der Kohl hemmt das Wachstum von diesen beiden Gewächsen. Bevor du noch in katastrophalen Beziehungen kommst durch schlechte Entscheidungen, empfehle ich dir einfach mal,
die Videos hier an der Seite anzuschauen. Das sind spannende Videos, um mehr halt zur Permakultur oder vielleicht auch zur Gesundheit zu erfahren.